Ja, mein Name ist Markus Götte, ich bin Projektleiter von Ganz schön anders, dem inklusiven Kurzfilmwettbewerb in Niedersachsen für Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 10. Klasse. Und wir machen heute den Rollstuhl-, Skate- und Film-Workshop No Limits mit Schülerinnen von der IGS Flötenteich und von der Schule an der Kleiststraße. Das heißt, es sind Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen, die heute hier das erste Mal Rollstuhlskating kennenlernen von den Profi-Rollstuhlskatern David Libusa und Lisa Schmidt. Wir von Blickwechsel e.V., wir zeigen den Schülerinnen und Schülern, wie man filmt. Und wir wollen das heute dokumentieren, wollen Interviews machen mit den beiden Rollstuhlskatern und sich natürlich auch gegenseitig befragen, wie ist es eigentlich, im Rollstuhl zu sitzen und Sport zu machen. Ich bin David Libusa, bin 33 Jahre alt und Rollstuhlfahrer aus Hamburg. Und ja, ich bin zum Rollstuhlskaten gekommen, weil ich halt einen Unfall hatte und mit meiner Querschnittlähmung mich ja irgendwie mit dem neuen Hilfsmittel arrangieren musste. Und ich habe halt gesehen, okay, es geht krasser Sport mit dem Rollstuhl. Aber als ich gesehen habe, dass man eben auch damit ins Skatepark kann, war ich halt geflasht und habe halt festgestellt, dass die Limits eben nicht von denen gesetzt werden, die sagen, das geht nicht. Und ich hatte mega Spaß dran, eben neue Sachen auszuprobieren, und im Skatepark war halt die perfekte Spielwiese. Also mein Unfall war vor 11 Jahren und ich habe eigentlich schon in der Reha angefangen, wirklich auch in die Skatepark zu gehen. Anfangs war es halt so, dass es eher unregelmäßig war und es einfach nur so ein, ich probiere mich da halt ab und zu aus, und dann hat sich auch langsam so eine Szene entwickelt international, und da bin ich halt immer öfter skaten gegangen und dann wurde es eigentlich meine Hauptsportart. Also mittlerweile ist es so, dass es gar nicht mehr so außergewöhnlich wahrgenommen wird. Das ist schön, weil sich das echt entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Am Anfang war es schon noch so, das passiert natürlich immer noch ab und zu, dass eben da Leute sehr erstaunt drüber sind, das noch nie gesehen haben. Aber in der Regel ist es dann eben, die sind zwar erstaunt, aber die nehmen das total positiv auf, weil die eben sagen, cool, dass das eben geht und dass das möglich ist. Und von daher eigentlich durchweg positiv. Aktuell bin ich amtierender deutscher Meister. Ich konnte leider zu der ersten WM in Deutschland, also zum Heimspiel, leider nicht antreten, weil ich mir den Daumen in der Vorbereitung verletzt hatte. Und deswegen konnte ich nicht platzieren, aber ich bin im letzten Jahr Dritter bei der Weltmeisterschaft geworden und wurde 2014, habe ich sogar mal geschafft, Weltmeister zu werden. Also ich finde es cool, dass sich unsere Projekte quasi da so ergänzen, weil wir geben halt viele Skate-Workshops, eben auch an Schulen, für Schüler, aber auch für Rollstuhlfahrer, mal für Nicht-Rollstuhlfahrer. Und hier ist halt ganz cool, dass man das eben verbindet mit einem Filmworkshop, und deswegen ergänzt sich das super.